Yo Leute, was geht? Ich bin's mal wieder mit einem neuen Waffentest. Der... Steig ein. Sehr gut. Und das ist der Waffentest von der neuen... Ach, wie heißt sie denn? Die, Furz. Na, wie heißt sie? Der Flammenwerferwaffe für den Soldier. Wir fahren hier auf der Fortress Frenzy Map herum. Mit Heilung auf 5, Grenade Spam auf 1, Dingsbums auf 3, VS Blasting Strike, Burning Bullets auf 1 und Six Sense auf 1. Ja, und dann wollte ich einfach mal die Waffe vorstellen. Ich kenne die auch nicht, ich habe auch nicht mehr gespielt mit der. Ja, und dann gucken wir jetzt zweimal, wie die ist, ne? Ist die irgendwo hier? Nein, hier ist niemand. Das ist schade. Also hier hat schon alles. Okay, soweit kommt die nicht. Oh, interessant. Die ist scheiße. Die ist kacke, die Waffe. Die bringt mir überhaupt nichts. Die ist echt übelst kacke. Also die Waffe, die macht keinen Schaden und brennt. Ja, was ist los, mein Freund? Das wundert sich bestimmt, dass ich eine Feuerwaffe habe, ne? Bla 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 bla. Also die Waffe ist ein Reinfall, würde ich mal sagen, ne? Oh, Treffer. Guck, guck, und jetzt hau ich drauf. Ich mache aber nicht viel Schaden. Bin ich gerade wieder kotzen. Ach so, dabei habe ich die Royal Warfighter, wie ihr gerade seht. Ja, ich sag halt einfach, dass die Waffe nicht so gut ist. Da die überhaupt nicht so gut ist, wie ich finde. Ich würde sie mir nie jetzt holen, ne? Jetzt fragen mich sau viele Leute immer, wenn ich gerade im Spiel bin mit der neuen Waffe, ob die gut ist. Aber ist sie meistens nicht. Lol. Ich mag sie einfach nicht. Ja. Ich habe ihm da ein Typ gerade gesagt, dass die Waffe schlecht ist. Also wie schon gesagt. What the fuck? Scheiße. Wow. Kauft euch lieber die Royal Warfighter, wenn ihr das Geld bekommt, ihr die auch. Die macht den über Damage. Hier. Kill, 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 kill. Nein! Warum? Ey. Ist ja mal voll mies. Los. Och Mann, ey. Gibt's echt nicht. Also der Reload sieht echt schnell aus und so. Aber die Range von der Waffe ist so schwach und der Damage, da musst du echt gut mit der treffen, dass die... Oh, nice. Also der war nicht schlecht jetzt, der. Aber die hat halt überhaupt keine Reichweite, ne? Wie ihr seht. Ups, verschrieben. Egal. Guck mal, wie die zerpumpt, ey. Aber darüber habe ich ja schon Waffentest gebracht. Die könnt ihr euch dann auch kaufen. Die ist auch geil. Also wenn ihr eine Waffe haben wollt, die auf nahen Schaden gut Damage macht, aber auf fernen halt müsst ihr halt gut zielen mit der anderen Waffe, dann kauft ihr euch besser die. Die Royal Warfighter. Wow, shit. Fail. Zum Glück habe ich aus den Sets, wo ich das Schwert her habe, das habe ich geholt, als es noch nicht in den Claw gab, da gab es mal... Ach, wie heißt's? Los, mach irgendwas. Oh, der brennt ja sowieso schon. Ich habe einen Kill gemacht, ich habe einen Kill gemacht. Oh nein. Ach, die übrigens, die Dinger habe ich aus der Claw, die Tonics. Falls ihr irgendwie meint, hier Tonic Loop oder so. Scheiße, scheiße, scheiße. The same. Ja. Also das ist... Na, der Runde mache ich auch nichts mehr mit der Waffe. Ich mag die nicht. Das ist nicht mein Teil. Und die hole ich mir auch nicht. Wie schon gesagt. Jetzt komm. Ach, der hat die auch. Fröhliches Battle, mein Freund. Fröhliche Weihnachten, mein Lieber. Oh, shit. Ach, genau. Ja, laden wir an Weihnachten auch mal ein Video hoch, ne? Nein, das mache ich jetzt nicht. Wer guckt sich an Weihnachten schon Videos an, erstmal im Ernst. Weihnachten ist ein Fest der Familie.
Dann macht man so etwas nicht. Und den, das ist jetzt, komm schon, bleib schon stehen. Sucker Punch. Ach Mann, es geht ja gar nicht sowas, Alter. Ich renne jetzt mal in den Nahkampf, damit ich die Waffe mehr teste. Ja, also wenn ihr ganz nah geht, wenn ihr wirklich ganz, ganz nah geht mit der Waffe, dann drückt die Damage. Tut mir leid, dass ich jetzt die andere Waffe mal nehmen muss, aber die war leer. So, ich stehe schon wieder auf dem Berg, ich muss hier runter. Klick, klick. Ja, also, ja. Ich hab schon mal gesagt, dass die Waffe scheiße ist, glaube ich. Geh ficken, geh sterben. Nein! Nein! Scheiße! So. Was für Leute hier rumlaufen, die nicht wissen, dass das dasselbe ist. Einfach nur mit einem anderen Aussehen und das teurer ist. Weil es eine M16 ist, die eigentlich Dreischussbetrieb hat, weil eigentlich die M16 die richtige M16 ist, die... Oh, Pole. Pole? Ach nee, wir dürfen ja hier keine Polen beleidigen, das wäre ja mies. Wär mies und rassistisch. Nein! Nein! Wow, zum Glück haben wir die feuerfeste Unterhose aus der Claw gewonnen. Wow, die Claw ist so nützlich, ist quasi unfassbar. So, und darüber, und hier hast du auch noch eine, und scheiße, und hier hast du eine Runde Heal. Ich bin trotzdem Erster. Nein, so viele Menschen, wen soll ich zuerst töten? Okay, das steht jetzt fest. Nein, scheiße. Ludwig's loaded. Ist ganz in Ordnung. Ach, schreibt der gerade was? Passen Sie gut auf, meine Freunde. Oh, scheiße. Gleich gibt's wieder so ein geiles Flammenwerfer-Battle, Alter. Wow, doch nicht. Den treffe ich, komm schon, der ist... Ja! Verreck. Der ist auch, komm. Verreck, komm schon, komm schon, komm schon, jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Wow, bin ich ein OP-Spasti, Alter! Och, nicht noch einer, komm schon, sei mal nicht so unfair, du Arsch. Der verreckt. Nein, tut er nicht. Scheiße. 16 zu 5. Bin noch zufrieden dafür, dass ich mit zwei Scheißwaffen spiele. Tja, ich habe Muskeln als Weihnachtsmann, ja? Digga? Ist mir mal eingefallen, dass der eigentlich auch einen coolen Körper haben könnte. Wenn man den einen coolen Körper machen würde. Oh, sorry. Das sollte kein Kill jetzt mit der Waffe werden. Ich weiß halt nur ungefähr jetzt die Entfernung, die Waffe trifft, welche nicht mehr. Komm schon, der ist noch. Ja, gut. Versteckt euch. Nur auf nah könnt ihr mit der Waffe was machen. Auf Fan ist die Waffe so useless. Als wenn ihr eine Sniper benutzt zum... Keine Ahnung, zum Schießen. Das weiß ich. Für nah. Nein, scheiße. Ja, wie schon gesagt, mein Fazit dazu ist, die Waffe ist scheiße. Kauft sie euch lieber nicht. Das ist eigentlich Waste. Holt euch lieber, wenn ihr eine lustige Waffe haben wollt, die auch was Neues hat, dann holt euch die Royal bzw. National.